darf Sie euch sehr herzlich begrüßen im Namen des SK Rapid zu unserer Pressekonferenz vor dem leider letzten Europacup-Spiel in dieser Saison, morgen gegen Athletic Bilbao. Ich darf auch die Kollegen aus Bilbao sehr herzlich begrüßen. Wir haben es schon gesehen, auch uns erlaubt, unser Leitbild auf Baskisch zu übersetzen und Ihnen hier anzubieten. Und ich darf dann gleich weitergeben, vorab an den Andi Marek, der euch ein paar organisatorische Sachen erzählt, und dann natürlich an unsere sportlich Verantwortlichen mit dem Cheftrainer Damir Kanadi und unserem alten Recken, wenn ich so sagen darf, und derzeitigen Kapitän Mario Sonnleitner. Aufgrund der Tatsache, dass wir heute auch Kollegen aus, wie gesagt, vom Gast hier haben, alles heute ein bisschen länger, nämlich mit Übersetzung. Und Igor, ich darf Sie bitten. Okay. Muy bienvenidos a los visitantes de España. Nos permitimos de haber hecho la traducción de las líneas generales del club para que las lean en vasco. Tenemos algunas informaciones cuanto a la organización de parte de Andy Marek, que está acá al lado izquierdo, que es el gestor del club y asuntos de los fans. Y después preguntas al entrenador, Damir Kanadi, y al jugador Mario Sonnleitner. Danke sehr. Andy, ich darf dich bitten, uns alles Wichtige zu erzählen zum morgigen Spiel. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Bevor ich auf das morgige Spiel eingehe, erlauben Sie mir wenige Sätze zum momentanen Programm beim SK Rapid abseits des Spielfelds, abseits des Trainings, abseits der Kampfmannschaft. Wir haben darüber bereits berichtet. Noch einmal, wir haben am vergangenen Freitag unsere neue Rekordmeisterbar eröffnet, funktioniert perfekt, ein super schönes Lokal bei uns hier im neuen Stadion. Wir haben am vergangenen Montag in St. Pölten einen neuen Fanshop eröffnet, auch der funktioniert sehr, sehr gut, somit hat der SK Rapid drei Standorte. Es gab den Weihnachtsfeier-Vorverkauf für unsere traditionelle große Weihnachtsfeier. In einer Stunde waren alle Karten restlos ausverkauft. Also es passt sehr, sehr gut. Gestern gab es die Weihnachtsfeier des Rapid Nachwuchs. 600 Gäste mit dabei. Also es tut sich bei Rapid sehr, sehr viel, auch abseits des Spielfelds. So, jetzt lassen wir mal übersetzen. Bueno, un poco cuanto al programa, aparte del partido de mañana. El pasado viernes abrimos un bar nuevo en el estadio, en St. Pölten, que es una ciudad afuera de Viena. Abrimos una tienda nueva, la tercera tienda del tipo. Tenemos tres tiendas para los fans ahora. Para la fiesta de Natal que va a haber, de Navidad, en una hora se vendieron todas las entradas para esta fiesta de Navidad. Y tuvimos también una fiesta para la juventud del club con 600 participantes. Okay, und jetzt zum morgigen Spiel. Wir freuen uns sehr darauf, dass es jetzt noch eine Runde gibt in der Europa League. Wir freuen uns auch deshalb besonders, weil das Stadion fast ausverkauft ist. Es gibt noch rund 250 Restkarten und wir freuen uns deshalb, weil es eine ganz tolle Kulisse wieder sein wird. Es werden auch 600 Fans aus Bilbao mit dabei sein, das auch sehr schön ist. Und ich zu den Daten und Zahlen ganz kurz. Einlass ist morgen um 17.30 Uhr, um 19 Uhr ist unser Matchbeginn und wir haben die große Bitte, dass alle rechtzeitig kommen. Es ist, wie gesagt, das Stadion voll und dass es nicht zu Verzögerungen kommt. Also bitte rechtzeitig kommen. Bueno, estamos muy contentos que haya todavía una ronda para jugar. Estamos contentos también porque está casi todo vendido. Hay como 250 lugares aún por vender que sobran. Vamos a tener una buena atmósfera. Vamos a tener como 600 personas que vienen de Bilbao. Las puertas se abren a las 5:30 de la tarde y el partido empieza como a las 7 de la tarde. Por tanto, que vengan con tiempo porque va a haber mucha gente. Und letzter Satz, das habe ich zuerst vergessen, es sind 22.800 Karten bis jetzt weg. Y hasta ahora vendieron como 22.800 entradas. Dankeschön. Gracias.
Gracias. Andi, auf Spanisch klingst du viel besser noch als auf Deutsch. Noch eine kleine Ergänzung, betrifft aber die Gäste aus Bilbao weniger. Wir haben wieder Sonderaktionen mit der Westbahn zur An- und Abreise. Würde uns immer freuen, wenn die österreichischen Kollegen das erwähnen. Gibt es ermäßigte Tarife und auch nach dem Spiel einen Sonderzug, alles dann genauen Zeiten nachzulesen auf unserer Homepage. Nach dem Organisatorischen geht es ins wirklich Wichtige. Damir, darf dich bitten, ist morgen der erste Spiel als Rapid-Trainer, der erste Europacup-Heimspiel als Rapid-Trainer. Auch wenn es jetzt um keinen Aufstieg mehr geht, nehme ich an, dass das Spiel von dir und der Mannschaft sehr ernst genommen wird. Kannst du einen kleinen Ausblick uns bieten, wie es mit der Mannschaft ausschaut, Personal und was wir anstreben morgen? Ja, hallo zusammen. Ja, so wie es jetzt gesagt worden ist. Ah, Entschuldigung. Bueno, tenemos a Damir Kanadi, el entrenador, que va a ser su primer partido a nivel europeo. Y a pesar de que no se trata más de, ya que no pueden subir más o no pueden continuar, igual pedimos aquí que diga un par de palabras cuanto al equipo de mañana y lo que va a pasar. So, noch einmal, hallo einmal zusammen. Genauso wie es jetzt im Vorfeld besprochen worden ist, wir freuen uns extrem auf dieses Spiel morgen, auch wenn es tabellarisch jetzt für uns keine Bedeutung mehr hätte. Aber nichtsdestotrotz ist es ein internationales Spiel gegen einen sehr attraktiven Gegner. Denke, dass wir auch den Fans etwas bieten wollen. Und wir haben jetzt vorige Woche auch tabellenmäßig zumindest ergebnismäßig stabilisieren können. Und von daher wollen wir auch jetzt wieder dabei bleiben, uns zu Hause ein Selbstvertrauen holen und wollen auch dementsprechend aus so einem Spiel auch Positives mitnehmen. Haben auch wieder irgendwo ein Vorbereitungsspiel auf hohem Niveau, wenn man so sagen darf. Und das werden wir versuchen auch gut zu nutzen, diese Bühne. Ich denke, jeder Spieler ist bereit und freut sich auf dieses Spiel genauso wie ich als Trainer und der Verein. Wie gesagt, wenn ich schon höre, jetzt, wir sind fast ausverkauft, es sind noch wenige Karten zu haben, denke ich, wollen wir auch unseren Fans etwas mitbieten und von daher werden wir bereit sein morgen für dieses Spiel. Bueno, a pesar de que no continuáramos a jugar a nivel europeo el próximo año, estamos muy contentos de poder jugar a un juego. Tenemos un adversario muy atractivo. Nos queremos estabilizar en la tabla y podemos ganar un poco de experiencia positiva a alto nivel. Así que los jugadores y yo también estamos muy contentos, sobre todo porque también están las entradas casi todas vendidas y va a estar el estadio lleno. Dankeschön. Bevor wir zu den Fragen kommen, darf ich den Mario bitten. Alter Recke, habe ich gesagt. Ich hoffe, das war nicht despektierlich, aber es unterstreicht vielleicht die Tatsache, du hast in Genk Hans Krankl eingeholt in der Europacup-Rangliste von Rapid. Nicht in den Toren, aber in den Spielen. Nur mehr 3 Rapid-Spieler haben mehr Europapokalspiele als du bestritten. Kannst du uns ein paar Sätze sagen, wie das morgige Spiel aus deiner persönlichen Sicht, aber natürlich viel wichtiger aus Sicht der Mannschaft anzugehen ist? Ja, hallo. Ja, das ist ein schönes Detail, aber ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Wir haben morgen ein Spiel vor der Brust, das wichtig ist für uns. Wie der Trainer schon gesagt hat, das ist wieder ein Spiel, wo wir uns messen können gegen einen sehr, sehr starken Gegner, der international renommiert ist und wir unser System wieder auf die Probe gestellt wird und wir uns da entgehend sehr gut entwickeln können, weil man nur von den besten Spielen und den besten Gegnern lernt. Deswegen nimmt die Mannschaft das sehr, sehr ernst und wir wollen natürlich auch im letzten Gruppenspiel erfolgreich sein, auch wenn es rechnerisch nicht mehr ausgeht, aber trotzdem sind 8 Punkte in einer Europa League, wenn das möglich ist, sehr, sehr gut und wir wollen uns gut verkaufen. Bueno, han dicho que yo soy el tercer jugador más experiente. Sí, por eso para mañana no trae nada de nuevo. Igual es un juego muy importante. Podemos ganar mucha experiencia contra un adversario muy, muy, muy fuerte. Y podemos ensayar un poco nuestro sistema. Nosotros tomamos muy en serio este juego porque también hay más puntos a ganar y podríamos aún terminar con 8 puntos. Vielen Dank. Ich darf dann in weiterer Folge um Ihre Fragen bitten. Mikrofon, Manuel, darf ich bitten,
bitte zum Weitergeben. Bevor sich der Erste meldet, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben zwar im ersten Halbjahr kein Europapokalspiel hier in Hütteldorf, aber trotzdem noch einmal einen Gast aus Spanien, in dem Fall abseits des Fußballs, Plácido Domingo spielt hier am 18. Juni mit der AIDA World Stadium Tour. Wir würden uns auch freuen, wenn man darauf hinweist, man kann ab sofort auch bei uns hier bei Rapid und im Onlineshop Karten dafür erwerben. Und jetzt darf ich den Rainer Bortenschlager bieten, der wahrscheinlich keine Frage zu Plácido Domingo hat, sondern eher zum Fußball. Bueno, permítame que diga también que vamos a tener una visita de España, no a nivel futbolístico, pero viene acá en el 18 de junio el Plácido Domingo, acá en este estadio, y ya se pueden comprar las entradas y ahora vamos a empezar con las preguntas y creo que las preguntas no van a ser acerca de Plácido Domingo, ¿no? Damir, kannst du kurz sagen, wie es personell ausschaut? Wie geht es auch an Stefan Auer und Thomas Schramel? Sind die komplett fit, komplett einsatzfähig beide? Ja, Stefan Auer wird morgen mit im Kader sein. Stefan Hoffmann noch nicht. Der hat jetzt einmal die Woche begonnen, mit der Mannschaft mitzutrainieren. Ich denke, da war die muskuläre Verletzung zu groß, um da jetzt ein gewisses Risiko für ihn einzugehen. Da müssen wir ihn auch schützen. Und, aber er hat schon können einmal voll belasten, das Training auch voll mitmachen. Da wird aber ein paar Trainingseinheiten dafür brauchen. Sonst der Thomas Murk noch nicht einsatzfähig. Ja, Novota jetzt mit der Schulterverletzung, der uns definitiv jetzt ausfällt für morgen, der im Europacup eigentlich geplant war. Und ja, das war es jetzt eigentlich. Die anderen, die obligatorischen Spieler wie Schwab, die langfristig verletzt sind, die denke ich, muss jetzt nicht unbedingt. Jetzt. Bueno, ¿cuántos los jugadores? Sí que van a jugar el Auer y el Schrammel. Quien no va a jugar es el Hoffmann, que se encuentra todavía en la convalescencia, y el Novota tampoco va a estar en el equipo. Trostasen ist noch fraglich, der einen Schlag in die Rippengegend bekommen hat am Wochenende und der gestern doch über mehr Schmerzen geklagt hat. Da müssen wir dann auch noch auf morgen hin schauen, wie es ihm geht. Quanto al Trostasen, él también sufrió una lesión del lado, pero vamos a ver mañana si estará bien o no. Jetzt sagt sie ja, wie wichtig die Partie morgen ist. Jetzt hat man Sonntag wieder eine wichtige Partie und eure Personaldecke ist ja nicht gerade sehr dick. Ist das ein schmaler Grat? Muss man schon trotzdem an Sonntag denken? Gerade bei jungen Spielern wie ein Turnier oder so, dass man vielleicht nicht zwei Partien in drei Tagen. Wie schafft man das, dass man die Mannschaft zwar hinbekommt, dass die Partie wichtig ist, aber im Hinterkopf hat man vielleicht doch, dass Ried wichtiger ist? Ja, ist ein schmaler Grat, aber das war es jetzt von Anfang an, seit ich da bin. Es waren jeden dritten, vierten Tag Spiele. Wir werden es genauso auch annehmen und wir freuen uns jetzt aufs nächste Spiel. Wir haben immer gesagt, wir legen auf nächstes Spiel den Fokus und genauso wird es auch jetzt sein. Wieder ein Spiel, das wir gewinnen können. Vor allem zu Hause wollen wir auch zu einer gewissen Stärke reifen, wo wir sagen, das müssen wir uns hart erarbeiten wieder, dass du da herkommst und dir nicht leicht Punkte holst. Und zu Hause ist immer die Basis für alles und morgen können wir auf Hundewo natürlich auch zeigen, dass wir auch in Zukunft hier im Stadion nicht leicht schlagbar sein wollen. Und für diese Mentalität müssen wir ganz einfach auch sehr viel arbeiten und deswegen schmaler Grat hin und her. Wir werden versuchen, auch mit der fittesten Mannschaft morgen aufzulaufen und natürlich den einen oder anderen werde ich eine Pause geben, die viele Spiele gemacht haben, aber im Großen und Ganzen wird die Mannschaft schon in etwa solche Strukturen haben wie die letzten Wochen. Bueno, el equipo va a tener más o menos la misma estructura que las últimas semanas. Claro que tuvimos muchos juegos, hay muchos jugadores lesionados, pero hay la oportunidad también para jugadores jóvenes para jugar. Queremos quedar más fuertes jugando en casa, formando la base acá también para que en el futuro seamos difícil de vencer. Y claro que algunos van a tener una pausa. Bitte, Alex Huber. Habt ihr schon Informationen vom Gegner bekommen? Kommt Bilbao mit dem üblichen Kader oder werden da auch Spieler geschont werden? ¿Cuáles son las informaciones que tienen acerca de Bilbao? ¿Se vienen con el equipo regular o también hay jugadores que van a quedar de fuera para hacer una pausa? Also grundsätzlich werden wir morgen die Aufstellung sehen, ob sie dann schonen oder nicht schonen oder wie sie auch auftreten wollen. Ich denke, sie wollen die Gruppe gewinnen. Damit werden sie mit dem bestmöglichen Kader auch herkommen und so erwarte ich. Auf das haben wir sich vorbereitet.
Aber ich denke, sie haben auch einen sehr starken Kader. Immer die Spiele jetzt live angesehen am Wochenende, das letzte Heimspiel. Und ja, sie haben auch Arturis gut ersetzen können mit sehr viel Geschwindigkeit. Sie haben sehr gute Möglichkeiten, auch wichtige Spieler zu ersetzen. Sí, vamos a ver mañana. Yo creo que el Athletic va a querer ganar el grupo, pero tienen un cuadro con muy buenos jugadores y juegan muy rápido. Y creo que sí, que podrán, tienen las posibilidades también de reemplazar buenos jugadores. Danke. Bitte, Alex. Eine Frage an den Mario. Ich kann mich erinnern ans Abschlusstraining in Genk, da warst du teilweise der Zentrale von den Dreilinienverteidigern, dann der Rechte in den kommenden Spielen, dann der Rechte und jetzt gegen St. Pölten in der Mitte. Ist dir beides gleich oder gibt es da schon Präferenzen? Das ist auch komplett egal. Wir haben in dieser kurzen Zeit versucht, so viele Positionen wie möglich einzustudieren und jeder Spieler soll in Zukunft wissen, was auf der Position verlangt wird und wir sind sehr, sehr lernwillig, mich persönlich auch. Und mir ist es egal, auf welcher Position ich spiele. Ich möchte versuchen, der Mannschaft zu helfen, dass wir erfolgreich sind. Und da ist es eigentlich sekundär, auf welcher Position ich spiele. Bueno, en el juego contra Genk hubo bastantes cambios contra el defensa central, porque siempre se cambió un jugador de un lado al otro y la respuesta es, cada jugador tiene que saber cómo jugar en cada posición y para mí me da igual, yo trato de dar lo mejor para el equipo, igual en qué posición juegue. Danke. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, Sonne, darf ich dir noch bitten, du hast in Bilbao nicht gespielt, aber vielleicht von dir ein paar Sätze zu unserem Gegner, der immer wieder um die vorderen Plätze mitspielt in der wahrscheinlich stärksten Liga der Welt. Ja, man kennt die spanische Liga, ist eine sehr, sehr starke Liga, eine sehr spielstarke Liga und wir haben eben auch schon Bekanntschaft gemacht mit spanischen Vereinen und das war nicht immer sehr erfolgreich. Deswegen sind wir natürlich angehalten, dass wir hochkonzentriert ans Werk gehen. Ich glaube, das nächste Spiel, wir müssen dort zu 100% reingehen, weil anders kannst du kein Spiel gewinnen und das Spiel ist jetzt Bilbao, es darf kein Spieler von uns auf einen Ritt denken, sondern das ist jetzt das Wichtigste und dann kann man Leistung bringen und eine gute Leistung bringt das Selbstvertrauen und deswegen dürfen wir nur jetzt an morgen denken. Bueno, algunas palabras contra el Athletic, que tú no jugaste. El Athletic juega en una de las ligas más fuertes del mundo. Yo ya jugué contra equipos españoles, no con mucho suceso. Pero hay que tener mucha concentración y jugar a 100% y no podemos pensar ahora en el juego de domingo contra el Ritz, sino estar con la concentración en el juego de ahora. Danke sehr. Gibt es von Ihrer Seite weitere Fragen? Gerne natürlich auch von den Kollegen aus Bilbao. Más preguntas? Sí, das Mikrofon kommt. El micrófono. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más les inquieta del Athletic? Was ist das, was Sie am meisten beunruhigt von Athletic oder bei Athletic? Mich? Beide. Beunruhigen tut uns gar nichts. Wir wissen, dass wir gegen eine der stärksten Mannschaften spielen, die in Europa zurzeit gibt. Spanien ist sicherlich gehört zu den Top-Ligen dieser Welt. Und von daher denke ich, werden wir auf unsere eigene Leistung schauen müssen, dass wir unsere Top-Leistung, ich glaube, wir können uns nicht viel erlauben, dass wir Spieler nicht auf Top-Niveau haben, sonst werden wir die Rechnung präsentiert bekommen. Das heißt, jeder Spieler muss schauen, dass er die 100% erreicht und deswegen wird es auch morgen notwendig sein, dass wir in erster Linie mal schauen, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen, aber auch natürlich mutig nach vorne spielen, nicht nur verteidigen, sondern auch versuchen, Akzente zu setzen nach vorne. Aber wir wissen auch, dass Atletico ein gutes Gegenpressing hat, dass sie sehr viel investieren in ihr Umschaltspiel, dass sie sehr schnelle Spieler haben und sehr kombinationsfreudig ist. Bueno, no se inquieta nada. Sabemos que es una de las equipos de la liga más fuerte del mundo, pero hay que mirar hacia nosotros. No nos podemos permitir muchas cosas. No podemos tampoco solo defender. Sabemos que el Athletic tiene un juego de contraataque también muy
muy fuerte y no nos podemos permitir errores en ese sentido. Ja, ich glaube, der große Unterschied ist vielleicht zu anderen spanischen Mannschaften, dass sie extrem schnell gegenpressen. Das ist eher ungewöhnlicher für spanische Mannschaften, sondern die Athletic Bilbao hat auch beide Fähigkeiten, den Ball gut zu halten und auch gegenzupressen, wenn sie ihn verlieren. Da müssen wir schauen, dass wir mit Ruhe rauskombinieren können oder uns schnell lösen, damit wir aus der ersten Pressing-Aktion wegkommen. Und dann gibt es sicher Möglichkeiten für uns, Tore zu erzielen. Und wir wissen, dass sie stark sind, aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Bueno, la gran diferencia entre el Athletic y otros equipos españoles es que tienen una contrapresión muy fuerte. Dominan bien el balón, pero hay que jugar con calma y también con presión y podremos llegar a nuestras posibilidades y tal vez también alcanzar un otro gol. No viaja Aritz Aduriz, no viaja Raúl García, el portero titular en UEFA Europa League del Athletic ahora juega en otro equipo y sobre todo sabiendo que el Athletic fuera de casa está teniendo bastantes problemas, no sé cómo se plantean el partido de mañana, es decir, no tienen a sus grandes figuras y fuera de casa no está dando una buena imagen el Athletic. Danke. Also Athletic reist mit einigen, also ohne einigen Spielern an, wie Isaac Ruiz. Also einige sind nicht dabei. Athletic hat auch in letzter Zeit auswärts relativ schlecht abgeschnitten. La pregunta es, und die Frage ist dann... ¿Qué equipo esperan y si consideran que el Athletic, al estar ya clasificado, va a ser un partido más sencillo de lo pensado? Also wird es dann... Wird das Spiel dann leichter, weil Athletic ist ja schon qualifiziert. Wird das Spiel dann leichter werden, indem sie... Qualifiziert, aber ich denke, sie wollen Gruppenerster werden. Deswegen ist ein Sieg notwendig hier. Es kann ja das andere Spiel auch von Genk gewonnen werden. Ich denke, sie wollen diese Gruppe als Tabellenerster zu Ende spielen. Sie haben jetzt am Wochenende auch ohne Garcia gespielt und ohne Arturis. Sie haben eine sehr gute Leistung abgeliefert. Sie haben vorne mit William sicherlich sehr viel Geschwindigkeit. Wenn ich nur an Tor Nummer 2 denke, wo er da einen Sprint von der Mittelauflage angesetzt hat in 1 gegen 1 und dann finalisiert hat. Sie haben sicherlich qualitativ hochwertige Spieler noch in ihren Reihen. Und von daher, ob der eine oder andere fehlt, auch Rapid Wien fehlt der eine oder andere Spieler. Und die Auswärtsschwäche, die vielleicht hier angesprochen wird, die können wir uns jetzt nicht unbedingt kümmern. Es geht um ein Spiel, es geht um ein Europacup-Spiel und das wollen wir positiv für uns auch, wollen wir gewinnen und so werden wir auch auftreten und genauso müssen wir auch agieren morgen. Bueno, yo creo que el Athletic va a querer ganar el grupo. Nosotros también queremos ganar el juego. Nosotros vimos que también sin García y Aduriz también jugaron muy bien, tienen gran calidad. Y a nosotros también nos faltan algunos jugadores importantes. Gegen eine sehr starke Mannschaft. Die waren Tabellennachbarn, die auch sehr viel gepresst haben. Sie haben sehr gute Lösungen angeboten und haben das Spiel auch ganz klar und verdient gewonnen. Wir jugaron contra un equipo muy fuerte, que estaba más o menos a la misma altura en la tabla, y hicieron un buen juego. Me gustaría preguntarle algo al responsable del club. La última vez que el Athletic jugó en Austria, bueno, la última vez que jugó en Viena, es un partido muy recordado en Bilbao por incidentes con hinchas, lo que en España llamamos ultras del Rapid del Austria de Viena, perdón. Sí. Hay una especie de inquietud por esta situación. Hay tranquilidad, en este sentido hay total tranquilidad que la organización de que no va a pasar nada, ¿no? Supongo. La pregunta es al responsable del club. An Andi. Es gab das letzte Mal, als Bilbao in Wien zu Gast war, gab es ja einige Vorkommnisse, auch mit einigen Ultras. Wie schaut es jetzt aus? Gibt es eine gewisse Beunruhigung oder wie schaut die Situation jetzt aus, angesichts der Vorkommnisse von 2009? Ich gebe das weiter an den Marek. Ja. Ah, okay. Okay. Zum einen die Probleme, die es scheinbar gab, als Athletic das letzte Mal in Wien war, da war nicht Rapid der Gegner, da war eine andere Mannschaft der Gegner. Das zum einen. Zum anderen, Rapid war in Bilbao und ich glaube, es hat jeder gemerkt, dass es dort
einen sehr guten Support gegeben hat, überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil, hat alles funktioniert und wir freuen uns auch auf die Gäste aus Bilbao. Bueno, los problemas que sucedieron fue con otro club de Viena, con otro adversario. El Rapid estuvo en Bilbao ahora y vimos que el apoyo fue muy bien, no hubo problemas y tampoco los esperamos ahora. Vielleicht noch ergänzen, also von unseren Fans gibt es mit Garantie keine Fanfreundschaft mit einer Gruppe von Real Madrid, die wahrscheinlich dort sehr mitentscheidend war für diverse Unstimmigkeiten. Y de nuestro grupo de hinchas no hay una amistad con los hinchas de Real Madrid, lo que llevó a los problemas de entonces. Okay. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite, eurer Seite? Wenn nicht, herzlichen Dank fürs Interesse. Ich darf noch darauf hinweisen, unsere Gäste aus Bilbao haben um 18.15 Uhr an dieser Stelle Pressekonferenz und die beiden Abschlusstrainings jeweils für die ersten 15 Minuten geöffnet. Wenn es sich nicht geändert hat, um 16 Uhr und um 19 Uhr. Es gibt dann ab 16 Uhr ein Akkreditierungssystem, aber das beschränkt sich auf ein kleines Band, das Sie dann von Kollegen von uns bekommen werden. Vielen Dank und den spanischen Kollegen natürlich schönen Aufenthalt in Wien. Muchas gracias, buena estadía en Viena. La otra conferencia en prensa con con el entrenador del Athletic a las 6:15.